Hallo, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn. Ich begrüße Sie zur weihnachtlichen Ausgabe von Modell und Bahn. Unser erstes Thema, liebe Eisenbahnfreunde, befasst sich mit einem Jubiläum. 40 Jahre S-Bahn in Magdeburg. Und diesen Beitrag haben wir dankenswerterweise von MDF 1 aus Magdeburg überspielt bekommen und den möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Wenn der Verkehrsminister auf dem Bahnhof zu Gast ist, dann muss schon etwas Besonderes stattfinden. So auch am 20. September, als eine Jubiläumsfahrt der Magdeburger S-Bahn anstand, die geladene Gäste der Deutschen Bahn nach Schönebeck-Salzelmen bringen sollte. Diese Zugverbindung feierte am 29. September ihr 40-jähriges Bestehen, obwohl die Geschichte dieser Bahnverbindung doch etwas früher begann. So fiel die Entscheidung für eine S-Bahn in Magdeburg schon Ende der 1960er Jahre. Nach Leipzig, Halle und Rostock sollte auch die Stadt des Schwermaschinenbaus eine solche Schnellbahn bekommen. Lagen doch an der geplanten Strecke zwischen Schönebeck und Zielitz zahlreiche große Industrieunternehmen, wie das Schönebecker Traktoren- oder Sprengstoffwerk, das SKL und das SKET im Süden Magdeburgs oder das Industriegebiet in Rothensee. Und nicht zuletzt sollte das neu entstehende Kali- und Steinsalzwerk in Zielitz erreichbar sein, stand doch dessen Inbetriebnahme für 1973 an. Die Arbeiten begannen 1969 und sie wurden an mehreren Abschnitten gleichzeitig aufgenommen. Hauptsächlich handelte es sich dabei um die Elektrifizierung von 24,5 Kilometern Strecke. Es wurden etwa 3 Kilometer neue Gleise verlegt und 5 Signalbrücken installiert. Das alles passierte, ohne den laufenden Betrieb übermäßig zu stören. Aber auch zahlreiche Bahnhöfe bedurften der Anpassung. So mussten Bahnsteige erhöht und auch neue Haltepunkte gebaut werden. Wie dieser hier am Thälmannwerk, der bereits 1969 fertig war, der Haltepunkt am Barlieber See, der rechtzeitig zur Badesaison 1967 übergeben wurde, oder der Bahnhof in Zielitz mit neuem Empfangsgebäude im Oktober 1972. Dieser übrigens mit heute prominenter Unterstützung. Ja, das war ja nun mal so zu DDR-Zeiten. Die Abiturklassen mussten vor den Sommerferien 14 Tage Arbeitseinsatz leisten. Und wir haben im Kaliwerk von dem damaligen neuen Bahnhof bis zum Eingang des Kaliwerkes diese 5 Meter Fußweg, dort haben wir die Kabelgräben geschachtet. Große Umbauarbeiten betrafen auch den Magdeburger Hauptbahnhof. Hier wurde das alte Gleis 0 für die S-Bahn ertüchtigt. Nach der Fertigstellung gab es direkte Zugänge zum Bahnhofsvorplatz, damals in unmittelbarer Nähe des Busbahnhofs und natürlich der Straßenbahnhaltestelle. Diese Umsteigemöglichkeit zur MVB war auch der Grund für den Bau des Haltepunkts Hasselbachplatz, wo sich damals 5 Straßenbahnlinien trafen. Dieser neue Bahnhof war dann auch der Schauplatz der feierlichen Einweihung am 29. September 1974 mit Otto Arndt, dem damaligen DDR-Verkehrsminister, und Alois Pisnik, dem obersten Chef der SED im Bezirk Magdeburg. Und mit diesem symbolischen Akt traten damals die S-Bahn-Tarife in Kraft, die bei 20 Pfennig anfingen und bei 1,50 Mark aufhörten. Übrigens, Fahrkarten musste man damals noch am Schalter kaufen, erst ab 1980 gab es solche Automaten. Über mangelnde Nachfrage konnte sich die S-Bahn nicht beklagen. Schon im ersten Monat des Betriebs wurden über 275.000 Einzelfahrscheine verkauft und nach einem Jahr waren es schon 9 Millionen Fahrgäste. Natürlich hatten die vielen Berufspendler daran ihren Anteil, sodass die 4 Wagenzüge bald durch 5 Wagenzüge ersetzt wurden. Die Eröffnungsfahrt am 29. September ging übrigens nach Zielitz, wo die Gäste mit Blasmusik empfangen wurden. Die Geburtstagsfahrt zum 40. ging nach Schönebeck-Salzelmen. Sie zeigte die neue Bedeutung der S-Bahn im ÖPNV, die sich durch den Wegfall der großen Industriebetriebe in Magdeburg und Schönebeck
mehr und mehr in Richtung Freizeitbahn verwandelte. Auch die kostenlose Mitnahmemöglichkeit für Fahrräder dokumentierte dies. Es stellte sich aber auch heraus, dass die S-Bahn eine große Bedeutung als Zubringer für die Universitäten, Fachhochschulen und Gymnasien in Magdeburg hat. Vielleicht auch deshalb wurden und werden die eingesetzten Züge auf die Bedürfnisse dieser jungen Zielgruppe zugeschnitten. Wir sehen ja jetzt schon im Einsatz die 425. Das ist ein modernes Nahverkehrsfahrzeug, auch im Einsatz in anderen und auch Vorgängermodelle schon im Einsatz in anderen S-Bahnen. Das ist ein relativ neues Fahrzeug. Wir haben dennoch gesagt, durch die Vertragsverlängerung bis 2028 sind wir auch fähig und können auch eine Investition nochmal aufs Fahrzeug geben. Heißt, wir erneuern das, das wird komplett umgebaut. Wir haben die ersten drei schon im Einsatz, sind heute ja selber von Magdeburg bis hier runtergekommen mit diesem umgebauten Fahrzeug. Drei sind mittlerweile umgebaut, es werden alle 12 dann im Einsatz befindlichen umgebaut sein. Da werden neue Sitze drin sein, da sind Tische drin, da sind Steckdosen drin, da ist ein neues Informationssystem drin mit einem Flachbildschirm, wo Sie die Informationen über Anschlüsse bekommen. Das ist moderner Nahverkehr. Versuche, spezielle Fahrzeuge auf dieser Linie einzusetzen, gab es bereits ab 1975, als ein Musterfahrzeug der Baureihe 280 auf der Strecke verkehrte. Es gab aber nur einen solchen roten Teufel und er fuhr auch nur bis 1978 im Regelverkehr. Ansonsten wurde der Betrieb durch Elektroloks der Baureihe 211 und 242 mit Steuerwagen des Typs E5 aufrechterhalten. ET425 heißt das Modell der Gegenwart und diese Nahverkehrszüge werden auch in den nächsten Jahren den Dienst übernehmen. Ja, wir wollen diese S-Bahn weiter betreiben. Der Vertrag läuft ja erstmal bis zum Jahr 2028 und der fährt in der Woche im 30-Minuten-Takt, am Wochenende im 60-Minuten-Takt und wir wollen natürlich die Linie bis nach Stendal verlängern. Dort werden wir einige Züge schon ab dem Dezember fahren lassen und wenn die Region Altmark mitmacht, werden wir auf Dauer auch das S-Bahn-Netz dann bis nach Stendal ausdehnen können. Die Menschen wissen, die S-Bahn ist zuverlässig, sie ist pünktlich, sie ist sauber, sie ist modern und deshalb werden sie das Angebot auch nutzen. Danke. S-Bahn Mittelelbe wird die Strecke zukünftig heißen. Die Umbenennung geschah anlässlich des 40-jährigen Jubiläums. Und so viel ist sicher, ein 50-jähriges wird man auf alle Fälle feiern können, denn bis 2028 wurde der Bestand der Strecke garantiert. Am 15. Juni diesen Jahres wurde der Regelbetrieb mit der Eisenbahn hier hoch auf den Kamm des Thüringer Waldes wieder aufgenommen. Und das nicht nur zur Freude der Rennsteigbahn, sondern auch zur Freude vieler Eisenbahnfreunde und natürlich auch Wanderer und Gäste des Thüringer Waldes. Und von der Eröffnungsfahrt möchten wir Ihnen diesen kleinen Beitrag zeigen. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Schöner kann man es kaum sagen, so wie es Herbert Roth schon vor über 50 Jahren beschrieb. Ich wandere ja so gerne. Ob zum Wandern, Radfahren oder im Winter zum Skilaufen. Der Thüringer Wald und der Rennsteig mit seinen unverwechselbaren Markenzeichen lockt jährlich Hunderttausende an. So lag es nahe, ein weiteres Angebot für Touristen und Gäste zu schaffen, mit der Bahn auf den Kamm des Rennsteigs zum Bahnhof Rennsteig zu fahren. Angelegt wurde der Bahnhof 1904. Das Bahnhofsgebäude stammt aus dem Jahr 1906. Der letzte planmäßige Reiseverkehr zum Bahnhof erfolgte 1998. Bis heute wird er für Veranstaltungen und Nostalgiefahrten der Dampfbahnfreunde Mittlerer Rennsteig genutzt. Thank you.
Und jetzt ist es endlich nach 16 langen Jahren wieder soweit. Mit den Shuttles der Erfurter Bahn und der Südthüringenbahn ist der geschichtsträchtige Kammweg nun wieder planmäßig jedes Wochenende per Zug erreichbar. Mit dem dafür eigens getauften Shuttle auf den Namen Rennsteig. Welcher Name wäre da nicht passender? In Erfurt Hauptbahnhof beginnt die Fahrt hinauf zum Rennsteig. Und der Bahnhof Rennsteig ist mit dem Rennsteig-Shuttle der Erfurter Bahn in Erfurt quasi an den Fernverkehr der DB angebunden. Einfacher und bequemer geht's für Berliner, Leipziger oder Dresdner nicht, einen Kurztrip in den Thüringer Wald mit der Bahn zu machen. Eine echte Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Was für herrliche Aussichten! Die Fahrt mit dem Rennsteig-Shuttle ab Erfurt dauert knappe 90 kurzweilige Minuten. Vorbei an Wiesen und Dörfern geht es schließlich hinein in die dichten Wälder entlang des Rennsteigs, bis er schließlich den Bahnhof Rennsteig auf 747 Höhenmetern erreicht. Die Auffahrt ab Ilmenau mit der Steilstrecke zwischen Stützerbach und Bahnhof Rennsteig gilt mit 60 Promille Neigung als eine der steilsten im Reibungsbetrieb befahrenen Eisenbahnstrecken Deutschlands. Am Rennsteig angekommen, befindet man sich mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal-Thüringer Wald. Hier warten zu jeder Jahreszeit kulturelle Attraktionen und herrliche Naturerlebnisse. Der Bahnhof Rennsteig ist Ausgangspunkt für ausgedehnte Radwanderungen auf dem Ilmradweg oder für anspruchsvolle zu den schönsten Gipfeln über den Rennsteig-Radwanderweg. Auch der ambitionierte Wanderer findet ausgedehnte Wandertouren im UNESCO-Biosphärenreservat Fässertal oder begibt sich auf Goethes Spuren zum Goethe-Wanderweg. Im Winter können Skifahrer direkt vom Bahnhof Rennsteig aus auf gespurten Loipen in die Skiwandergebiete Schmücke-Oberhof oder Schmiedefeld-Fässertal gelangen. Vier Zugpaare starten jeweils samstags und sonntags sowie feiertags hinauf auf den Rennsteig. Die Vernetzung von Eisenbahn und Bussen auf dem Rennsteig sorgt für eine völlig neue Qualität in der touristischen Erschließung. Dafür sprechen gut abgestimmte Anschlüsse vom Bahnhof Rennsteig nach Masserberg, Frauenwald, Schmiedefeld, Fässer und Oberhof. Alle Infos zum Zugverkehr sowie Fahrpläne im Internet auf www.erfurter-bahn.de bzw. auf www.rennsteigbahn.de. Also, worauf warten Sie noch? Der Rennsteig ruft. Thank you.
Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lieber fliegt durch Busch und an, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sammeln Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Durch Buchen, Fichten, Tannen, so scheint ich in den Tag. Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruhe. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Normalerweise liegt hier oben viel mehr Schnee um diese Jahreszeit, als wir es jetzt haben. Im vergangenen Jahr sah das aber ganz anders aus. Da war der Nikolaus unterwegs, hier hoch zum Bahnhof Rennsteig, um die Kinder, die diesen Zug benutzt haben, zu einem kleinen Märchenspiel einzuladen. Und von dieser Fahrt möchten wir Ihnen ebenfalls etwas zeigen. Wie eines jeden Jahres, Anfang Dezember, beginnt die Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest. Das ist die Zeit, wo der Nikolaus in Aktion tritt. Er hat standesgemäß eingeladen zu einer Fahrt mit historischen Eisenbahnwagen hinauf zum Rennsteig. Leider ist die Dampflok der Rennsteigbahn, die 94-15-38, immer noch defekt, sodass die Diesellok 228-758 als Ersatzlok diese Fahrt übernimmt. Die großen und kleinen Fahrgäste am Bahnhof Ilmenau besteigen erwartungsfroh den Zug, der sie hinauf zum winterlichen Bahnhof Rennsteig bringen soll. Bevor der Zug abfährt, erscheint der Nikolaus. Ohne ihn geht's gar nicht, sonst wäre es ja keine Nikolausfahrt mehr. Pünktlich setzt sich der Zug in Bewegung und der Nikolaus auch. Jetzt ist seine Zeit gekommen, die Kinder im Zug zu überraschen. Während der Nikolaus seines Amtes waltet, zieht die herrliche Winterlandschaft des Thüringer Waldes vorüber. T
Tief verschneit empfängt der Rennsteig die Fahrgäste. Bratwurst und Glühweinduft lädt zu einer kleinen Zwischenstärkung ein, bevor das Puppentheater mit seiner Aufführung beginnen kann. Dicht gedrängt sitzen die kleinen Gäste in den vorderen Reihen und erleben die beiden Geschichten vom Bärchen Taps und dem dicken, fetten Pfannkuchen. Kolja Liebscher hat diese Geschichten als Schattenspiel liebevoll inszeniert. Viel zu schnell vergeht die Zeit. Die Rückfahrt nach Ilmenau ist gekommen. Und dann geht es auch schon los. Während Vater, Mutter, Oma oder Opa die vorbeiziehende Winterlandschaft genießt, sind die Kleinen noch ganz in Gedanken der erlebten Geschichten des Schattenspiels. Und so ganz nebenbei verwickelt ein kleiner Fahrgast den Nikolaus in ein intensives Gespräch. Was die beiden besprochen haben, das wird ihr Geheimnis bleiben. Ich mal euch eine Liebesorte. Das kannst du auch machen. Der Ausgangspunkt der Nikolausfahrt ist erreicht. Der alte Herr verabschiedet sich von seinen Fahrgästen und wünscht eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir? Wir wünschen uns fürs nächste Jahr wieder eine so schöne Fahrt mit der Rennsteigbahn. Das war sie, unsere vorweihnachtliche Ausgabe von Modell und Bahn, liebe Eisenbahnfreunde. Ich wünsche Ihnen noch für die restliche Zeit bis zum Weihnachtsfest alles Gute. Natürlich Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und natürlich am Ende des Jahres einen guten Rutsch. Kommen Sie rüber, gut ins Jahr 2015. Wir sehen uns wieder im Januar, dann mit einem sehr schönen Bericht aus Berlin von einer sehr aktiven Modellbahngruppe. Und bis dahin verbleibe ich ganz herzlichst, Ihr Frank Buttig.